Ich erzähle euch heute was von der Erbkrankheit Porphyrie. Und das ist der Gendefekt, der jeden von euch zum Vampir machen kann. Ich erzähle euch aber nichts Neues. Das ist schon bekannt. Und es funktioniert. Oh. Es ist nicht, wird nicht übertragen. Hängen geblieben. Entschuldigung. Alter, will auch nicht mehr. Also eigentlich ist es schon eindeutig. Also das ist ein Gen, das, ja. Das muss man leider nochmal zurück, denn, so, ich erzähle euch nämlich nichts Neues. Dass Vampirismus durch die Erbkrankheit Porphyrie verursacht werden könnte, stand schon im Standard. Das wurde schon auch erzählt in der pharmazeutischen Zeitung von Knoblauch und Vampiren. Hintergrund Porphyrie und die Welt sagt, Vampire leiden an einer Erbkrankheit. Und auch wir Biologen kennen diesen Hintergrund. Wir haben einen Fisch, der hat dieselbe Mutation wie Menschen mit Porphyrie und die haben wir den genannt. Dreimal könnt ihr raten, Dracula. Ja, Schuld an der ganzen Sache ist diese wunderschöne Substanz hier, der rote Blutfarbstoff. Und diese schöne symmetrische Struktur wird im Körper in 8 Schritten hergestellt. Und ganz am Schluss wird ein Eisen eingebaut. Fertig ist der rote Blutfarbstoff. Und wenn dabei etwas schief geht wegen dem Gendefekt, dann ist es eine Porphyrie. Ja, wie kommt man aber darauf, dass es Vampire sind? Vampire sind bleich und blutarm. Menschen mit Porphyrie werden mit Konzentrat von rotem Blutfarbstoff behandelt. Das Trinken von Blut könnte dazu führen, dass die Zähne rot werden, der Urin sich rot verfärbt. Und außerdem sind Vampire lichtscheue Gestalten. Und von dem Schattenmann hier kann man auch nicht sagen, dass er aussieht wie ein Sonnenanbeter. Ja, ich arbeite seit 8 Jahren jetzt hier im Trimi-Spital in Zürich in der Schweiz. Und das ist das nationale Referenzzentrum für alle Patienten mit Porphyrie. Und ich kann euch sagen, müsste ja eigentlich ein sehr gefährlicher Ort sein, aber ich halte hier meinen Hals für die Wissenschaft hin, auch live, keinerlei Bissspuren. Ist das jetzt schon eine Aussage darüber, ob das zu Vampirismus führt, die Porphyrie? Die Stichprobe ist jetzt wirklich klein, vielleicht bin ich nicht wirklich schmackhaft. Wir bräuchten, wenn wir das nachweisen wollen, eine Studie. Für eine gute Studie braucht man Positivkontrollen. Wir hatten leider keine bei der Hand, aber wir haben im Internet wurden wir fündig. Wir haben Frische von diesem Vampir gefunden, wir haben Verhalte von diesem und wir haben Gigantische von diesem hier. Mit dem Wissen ausgestattet haben wir dann meine Kollegen gescreent und auch die haben alle ihren Hals für die Wissenschaft hingehalten. Und wie ihr sehen könnt, in 16 Mitarbeitern keinerlei Bissspuren. Ja. Das könnte man sich ein bisschen erklären. Es gibt auch andere Jungs, die ihre Blutreserven ganz gerne mal ein bisschen auffüllen. Aber die machen das per Spritze. Und die wissen warum. Wenn die nämlich Blut trinken würden, würden die heute noch im Sattel sitzen. Das würde nämlich einfach im Magen landen und dort verdaut werden. Ja, würde also nicht mehr zur Verfügung stehen, um schön die Blutreserven aufzufüllen. Ja, wo sind wir mit unserer Hypothese? Das Trinken von Blut können wir ausschließen. Damit habe ich mich dann auch nach, ich sag's jetzt, Düsseldorf getraut. Da war vor 2 Wochen das nationale Selbsthilfegruppentreffen und da habe ich auch den Schattenmann getroffen. Und in der Zwischenzeit waren wir auch ein bisschen tätig. Das hier sind meine Laborkollegen, die Hälse, habt ihr schon gesehen. Und dann haben wir einfach ein bisschen was vom Schattenmann genommen und haben gedacht, dann finden wir das Porphyrie-Gen, das den Vampirismus macht. Im Endeffekt haben wir dann aber gefunden, nein, es ist nur der letzte Schritt betroffen. Das ist dann, wenn das Eisen eingebaut werden sollte, wird es aber nicht durch den Gendefekt. Es wird deswegen zu wenig roter Blutfarbstoff hergestellt und zu viel von der Vorläufersubstanz reichert sich an. Ja, dumm nur, das reagiert mit sichtbarem Licht. Die Unterschiede habt ihr alle gerade gehört von Anastasia. Das nimmt die Energie auf und gibt sie als wunderschönes pinkes Leuchten ab. Das kann man auch zeigen im Experiment, das hier ist diese Fluoreszenz, die da entsteht. Sie entsteht aber leider auch in der Haut, in den Blutgefäßen, wenn die von sichtbarem Licht getroffen werden. Und das führt dann zu einer Art Sonnenbrand von innen.
das hier passiert dann nach einer Stunde am Sonnenlicht, das hier nach 2 Stunden und das nach einem Tag. Ja, wir haben gedacht, das kann man so nicht stehen lassen. Wir haben überlegt, was könnte man dagegen tun und haben gedacht, ja, was passiert denn, wenn man sonst in die Sonne geht? Ja, dann man geht in die Sonne und die Haut bildet ein Hormon. Und dieses Hormon bewirkt, dass die Haut braun wird, das kennt ihr alle vom Sommer. Und dadurch tut sie dann UV reflektieren. Man holt sich keinen Sonnenbrand, aber es kommt auch weniger vom sichtbaren Licht durch. Und auch das blaue Licht. Das haben wir dann getestet an Laborzellen, an Zellen, die wir im Labor haben, an Haut, aus der Haut. Wir haben verschiedene Konzentrationen von Hormonen dazugegeben. Und das hier seht ihr, so ein Experiment, je mehr Konzentration von dem Hormon, desto dunkler werden die Zellen. Das ist braune Haut aus dem Labor. Das haben wir dann später auch an Schattenspringern getestet, wie an ihr hier, so nennen sich die Patienten. Das ist so ein kleines Implantat, wird unter die Haut gesetzt, gibt das Hormon frei und Resultat. Die Leute haben ein fast normales Leben. Und die gute Nachricht, gestern wurde es zugelassen, um Patienten in Deutschland zu behandeln damit. Das ist ganz neu. Jetzt, morgen steht dann wahrscheinlich in irgendeinem Kölner Plätzchen Forscherin aus Zürich, heilt Vampire. Deswegen möchte ich ganz kurz nochmal zurückgehen zu unserer Ausgangshypothese. Ist Porphyrie denn wirklich die Ursache des Vampirs-Mythos? Trinken vom Blut können wir ausschließen. Lichtscheu haben wir jetzt auch geheilt, Bleich übrigens auch. Aber was ist mit den Sachen hier? Und wie wir am Anfang gesagt haben, es sind 8 Schritte, um den roten Blutfarbstoff herzustellen. Und dazu braucht man 8 Gene und das sind 8 verschiedene Porphyrien mit eigener Symptomatik und eigenen Behandlungsstrategien. Und da können wir jetzt nicht einfach alle 8 erwarten im Stammbaum derselben Person, da müsste man schon über Generationen hinweg die Ehen aber sehr genau arrangieren, um dann einen Vampir zu bekommen. Und der verliebt sich dann in Mensch und Resultat, die Kinder werden nur noch halber Vampir. Also so lassen sich keine Vampire erzeugen und ich hoffe, ich konnte euch überzeugen, Porphyrie als Ursache des des Vampirs-Mythos, also egal wie attraktiv eine Hypothese ist, egal wie oft sie zitiert wird und abgeschrieben wird und in Lehrbüchern steht sie tatsächlich drin, sie sollte es meiner Ansicht nach vertragen, ein bisschen durchleuchtet zu werden. Dankeschön. Dankeschön. Kein Problem.